Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Factorio mit Benny und Wesley. Hallo. Hallo. Ja, wir wollen uns jetzt darum kümmern, dass Öl rankommt. Um genau zu sein, das da oben, diese 2700%. Wir wollen Prozessoren. Wir wollen Prozessoren. Wir wollen Prozessoren. Dafür habe ich mir schon mal ausgeguckt, würde ich ganz gerne hier ansetzen. Ach so, mit der Zuglinie. Ja. Dann einmal rum. Genau. Weil ich würde hier ganz gerne einen Kreisel hinzimmern. Ja, tu das. Dann mache ich da oben schon mal alles anschließend. Setze ich schon mal Förderpumpen und so. Und Bahnhof. Ah, unser Schwefel ist das Problem. Jetzt komm, Benny, wir bauen da oben den Bahnhof, der nicht entzaubert, da eben Kreisel hin. Ich laufe so schnell ich kann. Was für Exoskelette? Ich brauche einen Fusionsreaktor. Scheiß Angeber hat Papa gesagt. Verstehe. Jetzt haben wir wieder nicht geguckt, warum das bei Benny so leckt, aber jetzt machen wir ja auch keine. Alter, ich kann nicht auf dich klicken. Ich glaube, ich kann dir nur was geben, wenn du. Ah, endlich. Ja. Obi. Dankeschön. Aber ich glaube, der Strom reicht dann. Ne, mir reicht der Strom nicht. Hast du nur einen Fusionsreaktor? Ja, ich warte die ganze Zeit auf Prozessoren, dass ich einen zweiten bauen kann, aber geht nicht. Ich brauche noch 198 Prozessoren. Ja, hast du erstmal. Dankeschön. Den will ich aber zurück. Nein. Den krieg ich wieder. Oh, warte mal. Wieder zurück. Ja. Ölförderpunkt vergessen. Verdammt. Ja, dann lauf du mal, während ich mich auflade. Benny's geladen. Ja, aber sowas, ich bin sowas von geladen. Was, 4 Exoskelette und ein Fusionsreaktor, geht das auch? Also ich würde jetzt echt gerne mal wissen, warum zum Henker. Pro Reaktor 3 Exoskelette. Glaube ich. Warum zum Henker hier im Kreisel die ganzen Kettensignale immer blinken? Ich verstehe das nicht. 200 Kilowatt. Es schließt sich mir nicht. Da bin ich, ich komme. Ich komme gefliegt. Und das und das machen wir aus. Da müssen wir. So, komm. Ach, warte mal, jetzt habe ich schon wieder was. Tanks haben wir. Pumpen, aber Pumpen. Ja, jetzt lädt sich meine Batterie jetzt auf. Jetzt fehlen mir noch Pumpen. Nochmal was zurück. Rohre. Pumpen. Boah, wie schnell man hier ist, Hilfe. Gibt's da irgendwie so eine Gen-Taste? Ja, schleichen. Ja, genau, schleichen. Hinhocken. Das wäre geil, wenn es eine Sprint-Taste geben würde. Die ja, ich andauernd drücke. Warum ich immer wieder mal die Shift-Taste drück. Oh mein Gott. Türme. Die beballern hier Türme. Bau fertig. Benny. Nein. Zip. Ach ja. Wo wollten wir jetzt hin? Züge. Öl. Immer wieder. Also nach, wie wär's hier? Wie wär's hier? Das Geilste ist, mit dem Zug erstmal da runter und dann mit dem Öl wieder hoch. Also bis zum Bahnhof und dann mit dem Öl wieder oben. Ist Öl da überhaupt schon angeschlossen? Da überhaupt ein Ölbahnhof? Ja klar, hier oben bei der Kohle. Hä? Ach, da ist ja schon nichts. Ja. Genau. Danny will mit mir wohl keinen Öl-Außenposten bauen.
Ja, doch, doch, ich bin hier. Ich will nicht mit dir gehen. Okay, ich mach Ströme. Nicht die Ströme. Warte, erstmal Rohre. Rohre. Röhrchen. Röhrig. Nicht, ne? Du liest doch immer fleißig die Kommentare. Ja, genau, lese mal vor. Schreibt die Leute denn so? In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig. Wie gesagt, der letzte Kommentar war... Das kann nur Gutes weisen, das heißt, wir machen alles perfekt. Ja, aber auch das würde ich gerne hören. Also, das ist halt... Ich werde gerne bestätigt in dem, was ich tue. Ihr seid so scheiße, dass ich jede Folge angucken muss. Ja. Ich würde, man kann euch nicht eine Folge alleine bauen lassen. Ich wurde letztens wieder gelobt für meine Westlay-Schmelze. Ja. Die Westlay-Schmelze MK2 oder MK1? MK1. Die Vanilla. Die Vanilla. Nicht die mit Modpack. Achso, die Modpack-Schmelze nicht, okay. So, jetzt rüber hier oder was? Yep. Yep, also, yep, yep. Mal so, ran hier. Brauchst du da auch eine Kreuzung? Klar. Wer weiß, wo wir hier noch hinwollen. Ich sehe nix. Blaupause, oder? Da blinkt das da eine Kreuzung? Was? Eine Kreuzung blinkt. Das habe ich eben gerade erst gesagt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist das richtig so? Ich verstehe absolut nicht, warum sie das tut. Oh, Westlay, die Robis, die kommen auf dich zu. Nein. Vielleicht gibt es ja einen Kommentar. Liegen alle an mir vorbei. Ey, nicht, das muss das sein. Habe ich echt keine Schienen mehr? Geil. Was brauchst du, die Wooden Straight oder die, die Wooden gerades Gleis? Hast du jetzt genug Holz, ne? Nein. Ja, mir fehlen. Nee. Aber oh, mach doch nicht immer Wesley. Was? Kann man so die Schienen nicht anfordern? Warum drei. Nicht? Drei. Pro Waggon einer. Puffern kann man die Schienen unten anfordern? Ja, wenn du hier Logistik kriegst, ja. Wie viel braucht man? Der Kniechner will kein Öl, ey. Ja, doch, aber ein Waggon, ein Tank, das ist zu wenig. Quatsch. Ein Waggon kann drei Tanks füllen. Du kannst sozusagen neun Tanks. Ja, aber du wirst hier nie im Leben so viel Öl machen, dass du währenddessen herunterfährt und wieder hochfährt, die drei Tanks voll machst. Das ist... Pass mal auf. Ja, mach, was du willst, wie immer. mach doch. Geht alles. Dann machen nur die Puffertanks keinen Sinn mehr. Vor allem nicht mit der Anzeige. Das? Fuck. Bug? Nix. Was? Bug oder Feature? Ja, wie viele Gleise brauchst du? So ein paar hundert brauchen wir wohl noch. Zwei Züge und drei Waggons? Yep. Oh. Soll ich anfordern? Ich kann ja anfordern, gell? Züge. Den Zug habe ich schon. Achso. Brauchen nur noch Schienen. Die fordere ich auch gerade an. Falls sie dann irgendwann mal kommen sollten. Ja, doch, nee. Du. Ich komme jetzt hoch. Ich habe ja. Kannst du Geistersätze machen? Nee, ich habe keine einzige mehr. Bei mir kommen jetzt erstmal die ganzen... Da kommen Schienen. Ja, dann mach schon mal Geistersätze und komm gleich mit 200 hoch.
Mann, diese Robis. Wir brauchen unbedingt schnelle Robis. Reicht es dann so hier? Ja. Also du hast ja noch Schienen. Zack, zack. Bahnhof haben wir auch schon. Ihr seid so schnell. Ihr seid so überschnell. So, wer hat noch Rottern. Holz, Kohle im Inventar? Ja, habe ich. Kann man eigentlich Öl in die Züge reinkippen, dass sie mit Öl fahren? Nee. Es gibt einen Mod dafür. Ich wollte gerade sagen, da hast du doch einen Mod für, oder nicht? Diesel. Kriegen die unten bei der Ausladung, kriegen die da Kohle? Ja. Ja. Okay. Ja, und wenn, dabei ist auch nicht schlimm, du kannst einladen, was du willst. Jetzt verbraucht es, dann kriegt der ihn eh das andere. Genau. Da hat er jetzt Holz das drin. Ganze Holz, das wir... ja, dann... Das kann auch verbraten. Alle einsteigen, oder? Alle einsteigen. Zug, ein? Zug ist schon längst. Achso, du hast schon Öl an. Wenn ich muss der Bahnhofston. Ja. Okay, also automatisch, oder? Go. Ja, der müsste gleich. Achso, stimmt, der ist ja gleich voll. Nee, ist er nicht. Der braucht noch. Aber die 60 Sekunden müssten gleich rum sein. Müsste man erstmal auf automatisch schieben. So. Ja. Haben wir eigentlich eine Folge gestartet? Jo, ja, seit 12 Minuten. Dank. Ja, okay. So ganz untypisch. Ja. Nehmen wir ausnahmsweise auch mal auf für unsere fleißigen Zuschauer. Was Ausrüstungsgitter? Logistik beim Bewegen, kann mir das mal einer erklären? Schildkapazität 0. Kannst du im Zug noch ein Schild geben oder was? Ja. Kann man machen. Da, einfach mal losgeschickt hier. Dauert ja ewig. Ja, ich hab doch eingestellt oder 60 Sekunden. Ist ja ewig. Ey, kriegen Öl. Das nervt mich noch tierisch. Die extra das Runde ist hier. Kacke. Muss ich noch ändern. Wer fordert hier am meisten an? Wesley schmeißt weg. Oder Abfall. Ich hab eine Menge Holz. Ich hab eine Menge Holz vor heute. Zip. Leer gezogen. Da steht hier eine Mauer. Ja, wenn der Zug leer ist, warum? Das war unsere Begrenzung. Warum wird der hinterste Waggon noch nicht leer gemacht? So, Stein aus dem Posten. Irgendwas stimmt da nicht, oder? Nee, jetzt sind die Rohre voll, glaube ich. Wie viel passt denn so ein Rohr rein? Miteinander verbunden, oder? Nee. Ist ja alles in dem Rohr drin, oder warum ist es ein komisches Symbol? Bitte? Was eine Rückflusssperre jetzt gleich. Jetzt haben wir hier mal eben 50.000 reingepumpt und es ist auch ruckzuck wieder weg. Ja, aber es läuft ja gerade noch voll. Jetzt nicht mehr. Jetzt nimmt's ab. Ich weiß aber nicht, ob es Sinn macht, hier zwischendurch mehrere Pumpen reinzusetzen. Um ganz einfach... Alter, schrei mich an. Boah, Benny, ey. Ich würde mal schätzen, wir haben genug U-Bahn. Ja, genau. Junge. Alter. Und das ist der Grund, warum ich bei 7 Days to Die eine Facecam drin hab. Wesley? Echt, hast du auch eine Facecam? Bei 7 Days mache ich das, ja.
Könntest du doch hier auch machen, oder? Während du mit uns so, wenn du dann. Ich weiß noch, als man einmal gehört hat, wie ich mir einen Kopf geklatscht habe. Klatsch. Das war echt geil. Das haben nicht nur wir gehört. Nachbar hat es auch gehört. Ja, denn. Ja. Wenn ich jetzt hier auf Bennys Kreischen hier nochmal zurückkommen kann. Attacke, auf meine Frage vom letzten Mal, wollen wir eine Blaupause ziehen oder wollen wir Eigen bauen? Was? Ich habe das noch nie gemacht mit dem Uran. Ich auch nicht. Also nur zugeguckt. Schon oft. Ja, genau. Dann du baust und erklärst und wir kommentieren blöd. Ja, genau das wäre ja jetzt die Frage, ob wir beide nicht lieber bauen wollen und oder ob wir jetzt einfach die Blaupause von Wesley da drüber ziehen und nachher gucken, wie es funktioniert. Nee, Blaupause drüber ziehen. Ach so, mit der Kovarax-Anreicherung. Ja. Ja, das ist easy. Ja, also wir hatten ja dann eh, ich habe ja die zwei, habe ich hier im Ding ja weggenommen gehabt. Weil er da ja... Braucht man die Wiederaufbereitung eigentlich auch? Warum meine Robi... Hallo? Ich baue ab und... ja. Genau, also der... Ja, wir hatten ja letztes Mal eigentlich geplant, dass die zwei hier für die Anreicherung sind oder so. Ne, was muss man mit dem noch machen? Die musst du jetzt umwandeln. Ja, ich überlege gerade. Du kannst jetzt mit dieser Korax-Anreicherung, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du aus ein paar von den dunkelgrünen und ein paar von den hellgrünen mehrere hellgrüne erstellen, richtig? Da unten. Aus 40, 235 und 5, 238 kannst du 41, 235 erstellen und 2, 238. Warte mal, können wir hier unten nicht abklemmen, ja? Dass wir jetzt hier... Hey, wieso kommt denn jetzt so viel Uran? Wenn es ganz easy machen will, macht man das so. Nee, das ist falsch. Ganz easy falsch machen. Ja, ich würde jetzt einen Kreislauf bauen, wo nur die rausgegriffen werden, die über sind. Also wir brauchen die. Und mit unseren querknickenden Knickis könnten wir doch eine Kiste bauen. Also kannst hier unten noch ein paar von denen abbauen, ja. So. Keine Filter denn, ne? Filternde? Filternde, hab ich schon. Also und der rechte, der knickt dann unten, der linke knickt oben. Also quasi so, wie ich es hier auch gemacht habe. Ja, ähnlich. Ich baue da noch mal ein paar Zentrifugen, oder? Wir brauchen eh nur eine. Weißt du, wie lange das jetzt dauert? Den checke ich jetzt nicht. Was denn? Was du da treibst. So, der kriegt jetzt die Dunkeldings rein. Jetzt müssen wir die Maschinen halt laufen lassen, das dauert ein bisschen. Könnt's halt mit Modulen könnten wir das pimpen. Ein bisschen schneller geht. Also wir machen immer aus 40, 41, richtig? Ja, genau. Dann hätte ich hier hinter jetzt eine Kiste gepackt. Hier eine Kiste hingesetzt, wo der reinknickt. Und den hier wieder 40 rausknicken lassen und einen zur Seite. Weil dann brauchst du das hier nicht mehr. Brauchst du den da nicht.
Ich hätte jetzt. Dann hast du hier einen geschlossenen Kreislauf. Lass das einfach stehen und laufen. So, wenn ich jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt hier einen Knicki anschließe und das abnehme, weil ich denn diese hellgrünen ja weiterverarbeiten möchte zu diesen Heizdingern, richtig? Ja, das kann ich ja machen. Zu diesen Brennstoffzellen. Dann habe ich irgendwann nicht mehr 40 Stück da drin und die hier können nicht mehr arbeiten. Was machen wir dann? Wer hat den zweiten da jetzt hingebaut? Das geht noch nicht. Denn die haben nur erst 40. Wenn du zwei dahin baust, nur um Knichtnet, das zu verdeutlichen, sobald wir dann kommt da eine zweite Kiste hin mit den zweiten 40. Sobald wir 82 haben. Um dir das zu verdeutlichen, was ich meine. Da kommt noch eine Abnahme hin. Wir werden denn ja irgendwann noch weiterarbeiten. Die Dinger werden ja dennoch zu Brennstoffzellen. Und was machst du denn, wenn hier so viel rausgenommen werden, dass hier unten keine 40 mehr drin sind? Für die hier. Dann stehen wir doof da. Nein, du machst doch hier dann nachher Logistik rein, dass hier nur rausgeknickt werden, wenn in dem Warenhaus mehr als 40 drin sind. Ja, und das ist ja wieder unnötig, weil dann ist das Fließband voll, dann ist das Fließband voll und die Kiste voll. Okay, mach du. Also ich mach mir gar nicht so viel Gedanken drüber. Ich würde das Ding jetzt halt erstmal laufen lassen und dann. Ja, jetzt erstmal von mir aus, aber wenn wir denn das wieder weiterverarbeiten, würde ich hier hinten einen Kreislauf draus machen, dass die autark voneinander laufen. Jetzt haben wir müssten doch jetzt eigentlich, wie viel haben wir jetzt hier? Hier haben wir, also 9 Stück schon drin, also der hat schon 9 Stück rein. Du produzierst, sobald du zwei Maschinen hast, produzierst du eh schon schneller, als du die Uran-Dinger verbrauchen kannst. Du musst mit der Uran-Produktion halt nicht übertreiben. Das gefällt mir Kisten damit füllen. Weißt du, sobald zwei Maschinen hast, die sind schnell genug, um diese Dinger schneller zu produzieren, als Uran herzustellen. Dann begrenze das Uran einfach und fertig. Ne? Und dann hast du Uran unendlich. Das wird niemals alle. Das gefällt mir nicht. Aber ja, also, wir sind auf jeden Fall am Ende einer Folge. Mal wieder. Oh, pünktlich? Oh, nein. Auch schon überlängen. Aber, ach, Kohleverflüssigung. Aber jetzt abschließend laufe ich nochmal schnell hoch und guck mal unseren Öltank da an. Ob das jetzt auch was gebracht hat, was wir da gemacht haben. Naja. Mehr sein, ne? Naja. Jetzt gerade. Aber da kommt auch gerade einer. Ja. Er hat aber nicht viel dabei. Ja, 3000 hat er auch mit. Und pumpt jetzt wieder voll. Also leerlaufen tun wir nicht. Von daher funktioniert es erstmal. Ist die Frage, vielleicht können wir irgendwo nochmal schneller, da oben fährt ein Radar, können wir irgendwo nochmal schneller anzapfen. Und Produktivität forschen. Forderst du da an, alter Schwede, ey. Alter Schwede. Wo ist Benny? Was denn? Was fordert Benny? Sind das Rezepte für eine Kernreaktor oder was war das? Nee. Was für die Rüstung? Ne, ich habe die gerade zwei Zentrifugen gebaut und dann haben die mir die Materialien wieder gebracht. Ach, diese Materialien forderst du auch an? Immer? Klar, mein Gott. Ich habe 1k Eisenplatten, 300 Kupferplatten. Weiß nicht, ob 200 Hallo, weißt du, wie viele Rucksäcke ich im Ding drin habe? Ja. Was fordere ich eigentlich nie an? Okay. Kriege ich meinen Reaktor eigentlich mal wieder? Ja, kannst du gern wieder haben. Ich habe zwar noch keinen. Ja, wenn du nur. Nein, wenn du. Nö, ich baue mir jetzt dann. Hoffentlich kommen jetzt bald. Hast du jetzt genug? Ansonsten kriegst du ja zurück. Warte mal, hier. Oh, ich kann mir selber einbauen. Und ich kann mir selber einbauen, den kannst du dann wieder haben. Nimm deinen Dreck. War ja nur geliehen, war ja so vereinbart. Ist ja jetzt nicht Tutti Frutti. Ja, also jetzt der endgültige Versuch, die Folge zu beenden. Tschüss. War schön mit euch und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ja. Tschüss.